Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Oxmastai, Ausrufezeichen 2. Diesmal die versteckte Schlucht. Wieder mit Mr. Ronkiwi. Hallöchen. Okay, ich drück denn einfach mal auf Go. Okay. Also für die Leute, die Story nicht kennen, was eher sehr unwahrscheinlich ist, aber egal. Die versteckte Schlucht ist eine Map aus der Story. Genau, das sind eigentlich jetzt, die wir jetzt noch als Endlosmodus spielen, alles welche aus der Story. Und ich habe mir jetzt was Neues geholt und das wird sein, nicht mehr der Verdrescher, der kommt raus, sondern dafür, wo ist er? Der Donnerbüchse, das und dann wollte ich mal ausprobieren, wo haben wir hier, die Deckenfalle. Genau. Und wie ihr bestimmt schon seht an unseren Inventaren, also auf Matti sein Inventar, vor allem, dass wir das Add-on Feuer und Wasser schon gekauft haben, weil da sind ja drei Fallen mehr. Also der Zuschauer hat das schon gesehen. Guck mal, Matti, ich habe mich neu umgekleidet. Oha, ich habe ja auch hier die Rüstung wieder. So, aber ich will mein Geld erstmal in Bogenschützen verscheuern. Ach, Matti. Hier haben wir nämlich gute Plätze, um Bogenschütze aufzusetzen. Ja? Weißt du was? Ich habe jetzt keine Mana-Brunnen mehr. Egal. Ah, wir werden es hoffentlich überleben. Ah, Matti, die Wandklingen sind perfekt. Die haben genau den Radius, den ich hier brauche. Oh, Mensch, ist das blöd hier. Jetzt. Oh. Das ist ja fies. Guck mal. Oh, das ist ganz schwer, da oben welche hinzuplätzen. Da war. So, guck mal. Guck mal, wie meine neuen Waffen aussehen. Ja. Und da ist genau in der Mitte ein ganz kleiner Weg, wo einfach die Jungs durchgehen können, ohne verletzt zu werden. Das dauert bei mir noch einen Moment. Ah, da krieg ich keinen mehr zwischen. Ich kann da aber nicht so viele bauen. Dann lasse ich mal ein bisschen Platz, damit ich weiter hinten noch welche. Ich glaube, ich habe jetzt das Schmuckstück, wo ich alle Sachen wiederbeleben kann. Also jede Falle, also auch Bogenschützen wiederbeleben kann. So, bei mir kann es jetzt losgehen. Genau. Matti, hast du mir zugehört? Nö. Was hast du gesagt? Ich glaube, ich habe jetzt das Schmuckstück, womit ich alle Feinde wiederdingsen kann. Also, alle Bogenschützen wieder auf Anfang setzen kann, wenn die gestorben sind. Ja? Glaube ich, habe ich das. Also, ich habe jedenfalls das Fallen zurücksetz, Dingsens hier. Weißt du, was ich meine? Ja. Fallen zurücksetz, Schmuckstück. Da kann ich raufklicken und dann sind, also die Zurücksetzzeit von Fallen wird verringert. Und dann kann ich jetzt auch immer sagen, oh, jetzt sollen die zurückgesetzt werden. Okay, die erste Welle haben wir schon fast geschafft. Bam. Oh ja. Wie in einer Prophezeiung. Hoffentlich sind diese, ich muss die mal einmal ausprobieren, ob die auch wirklich... Wer? Die Dinger. Matti, aber die schießen nur da in der Richtung, also die schießen dann nur hier in diesen Radius rein. Wo, guck mal. Der schießt jetzt nicht, weil die müssen gerade auf die Autobasiliske zulaufen, die Leute, Matti. Ja? Ja. Das Schussfeld ist hier. Oh. Ja, nur an der... ach so. Ich dachte, die kann sich denn... Nein. Ja, die schießt da gar nicht. Musst du gleich umändern. Ich weiß aber gar nicht, wo ich die denn anplatziere, dass hier was... an diesen Wänden. Anders geht's gar nicht, deswegen war ich jetzt nicht so der Fan von den Dingern. Also als ich das damals mal genommen habe in ein Endless Level. Ja, aber das hatten wir nur so gespielt, das haben wir nicht aufgenommen. Ja, genau. Das stimmt. Ach, die Dinger. Wir haben ja hier jetzt auch Lufteinheiten. Lass einen durch, Matti. Lass einen durch. Ich will gucken, was meine Fallen machen. Guck mal. Und? Hui. Wo würde der denn was bringen? So, da! Da! Oh ja, genau. Da wäre der, glaube ich, gar nicht so... Das wäre gar nichts falsch.
Weil die müssen genau in diesem Schussfeld auch lang gehen. Hast du das Gewitter gar nicht mehr? Doch, habe ich. Achso. Ich muss später, weil ich jetzt ja keinen Mana-Brunnen mehr habe, wo ich Achso, und dann willst du das... Mana versaufen kann, verbrauchen kann, so. Versaufen kann, ja. Ja, versaufe. Ja, so, Gewitter ist schon nicht... Ist schon was Schlimmes, ne? Ja. Aber weißt du, was mir an der Karte gut gefällt? Einfach, dass wir hier mehr zusammenkämpfen. Davor genau. Waren das einfach nur zwei, jeder hatte seine eigene Seite und hat dann gekämpft und konnte dann mal unterstützen. Aber hier müssen wir, kämpfen wir ja mehr beide. Weil ja, die aus dem gleichen Spalt rauskommen. Hier müssen wir permanent zusammenarbeiten. Das andere muss man auch zusammenarbeiten, aber Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, mein Leben. Hier vorne ist Mana, Lebenstrank. Ja, jetzt habe ich wieder genügend. Das wollte ich aber noch eben hier fertig bauen und dann kommen bei dir noch Bogenschützen hin. Ja, ja, das stimmt. Mati? Bis gleich. Ach, ja, er ist... Die kranke Lise muss wieder schnauben. Ah, ich kann mal ein bisschen drehen. Aber die drehen sich ja auch automatisch, die sind ja nicht doof. So, jetzt haben... Da stimmt, die sind nicht doof. Die sind mega doof. So. So weit, so gut. Ich hätte die... Ach, ich kann die ja noch eben umsetzen und dann baue ich die da hinten hin. Also hier ist die schon mal... nicht schlecht. Ja, und dann kannst du die übereinander... Genau, kann man so zwei... Kann ich auch hintereinander... Ja, da könnte ich noch einen hinsetzen. Aber lieber nach oben. Hier oben noch einen. Ja. Packen, denn... Und bei mir dann erstmal auch noch drüben. Ja, bei dir drüben kann ich davon auch noch welche hinsetzen. Aber ich... Mal gucken, wie sie sich denn so machen. Also die verlangsamen den Gegner auch noch. Mit. So, ach, jetzt die mal. Luft. Ja, da habe ich schon hochgeschossen. Ja, das erschwert das auch ein bisschen, weil man da immer drauf achten muss. Ja, das stimmt. Weil die einen auch auf einen schießen. So. War es das schon? Nee, doch nicht. Ich dachte gerade, das wäre schon mit der Welle gewesen. Das wäre ein bisschen lächerlich. Ah, da, da, ja, genau, dahinter ist noch einer gewesen. So, das. Also, jetzt habe ich auch nicht mehr ganz so viel Geld. Welle 5. Da, Welle 5. Genau. Das ist würdest die du auch sagen, oder? Ah, fick. Lass den Ogre mal durch, lass den Ogre mal durch. Zwischen. Mach jetzt mal nichts. Ja, das war... Okay, die Spieler müssen jeden Fall noch genügend Arbeit leisten. Ja. So. Oh, Herr Geldsack. Kann ich den kriegen wegen wegen Deckenfallen? Ja, dann nimm den. Okay, gut. Deckenfallen. Gut. Den nächsten kann ich den auch nochmal kriegen, weil ich glaube... Ja, den nächsten brauche ich. Ich muss auch eine Bogenschützen bauen. Wow, ich habe gerade schon gedacht, dass unsere Verbindung weg wäre, Martin. Nee, das wäre... Weil es hat bei mir gerade geruckelt. Ja, es hat bei mir auch geruckelt, aber... Bis jetzt funktioniert das noch einwandfrei. Das ist schön. Warum fallen bei dir immer die Troll um, wenn du schießt? Ach, von oben schießen sie Feuer. Ja. Ich könnte kotzen. So. Wieso fallen bei dir immer die Leute um, Matti? Weil ich die mit der Donnerbüchse treffe und dann... Achso, ich dachte, weil du stinkst. Genau.
So. So schön muss ich im Abgang. Und hier noch ein hin. Also ich bin jetzt richtiger Fan von den Wandklingen. Ja, mal gucken, ob sich das noch legt. Meine Fan sein. Ja. Das legt sich niemals. Jetzt. Mein Bogen ist teuer. So, jetzt habe ich auf beiden Seiten, glaube ich, erstmal genügend Bogenschützen und der Rest kommt dann nach hinten. Okay. Also der Ogre war jetzt ja gerade schon leicht. Ja. Da macht Matti, das Gewitter gute Arbeit. Matti, versprech mir bitte eins. Sterbt mir nicht allzu viel. Och. Ich und sterben? Das sind zwei Wörter, die überhaupt nicht zusammenpassen. Nein. Ja, eigentlich sind die, wo ich sterbe, eigentlich immer diese Magier. Da bin ich. Da muss ich dir mal. Dann sag mir Bescheid, wenn diese Magier kommen. Dann kümmere ich mich drum. Ja, die kommen irgendwie, glaube ich, in Welle 10, 11, 12, so die Region. Genau, so nach 15, so irgendwas. Also vor 15, nach 15, so in dem Bereich, ja. Wow. Da kam ja gleich was Liebes raus. Das war mir schon klar, dass da sowas rauskommt, sowas Schönes, Großes. Ah, mein Gewitter war ein bisschen blöd platziert, glaube ich. Ah, gut, dass du den Troll hier auf unsere Seite gebracht hast. Ja, der hilft uns ein bisschen. Arbeitserleichterung, habe ich mir so gedacht. Der fällt im Moment um, das ist so, der ist sturzbetrunken. Na, komm her. So, alle, die hier durch wollen, müssen erstmal durchs Gewitter. So. Ja, das Gewitter leistet gute Arbeit. Ja, das stimmt. Noch hoch. Guck mal, schon zerschnetzelt der Ogre. Ja, ein schönes Schnitzel. Ein frisch gepalmierter Schnitzel. So, danach baue ich dann mal meine Seite aus, wenn die hier... Na, in welche Richtung wollen sie? In die. Also kommt da das Gewitter hin? Ja. Oh, es ist einfach zu herrlich, wenn deine... Wenn die Ogres immer umfallen. Das ist ja, da bremse ich die aus. Auch die Jäger, die schnellen Dinger, werden immer gut ausgebremst. Ja, stimmt, die sind wirklich gut ausgebremst. Ja, noch ist es einfach, aber wenn denn die großen Dinger kommen, dann... Also wenn es jetzt so 10, 20 Wellen weitergehen würde, es wäre einfach. Weil einfach ist. Wäre es einfach. So. So, jetzt konnte ich schon mal hier den ganzen Gang langsam machen. Ist doch schön. Ah, da muss er schnauben. Hört man immer. Ah gut, hier baut er schon mal die Deckenfallen hin. Vor allem, das müsstest du hören, weil ich nur einen Raum weiter bin und nicht so schnaub wie ein Elefant. Ja. Nee, das höre ich nicht. Das hörst du nicht? Durch die Türen höre ich das nicht. Also wer der Herr Mr. Ronkiwi. Ich bin Matti, sein billiger Untermieter. Sag's doch gleich. Muss doch kein Geheimnis draus machen. Ja, genau. Nee, der ist hier im Nebenzimmer und wir nehmen das denn so auf, weil wenn wir jetzt hier nebeneinander sitzen würden, denn wird sie sich das hier doppelt anhören und das wollen wir ja nicht. Och Mensch, der Arme kam ja gar nicht mehr hoch. Der muss mal wohl zur Krankenhaus. Wow, das war doof. Helf mir. Nein, das war doof. Ich hab dir geholfen. Ja, ich renne lieber noch 20 Meter weiter, damit ich das Gefühl habe, ich bin entkommen. Ja. Oh nein. Nein, Matti, ich sag doch, du sollst nicht sterben. Ja, das war der Vereiser. Ja. Das ist dein Geldsack. Oh. Scheiße. Kevin, ich hab doch gesagt, du sollst nicht sterben. Ja, Mensch, auch. Mensch, bin ich wieder vergesslich heute. Alter.
nimmst du mir einfach beide weg. Also so gute Wandfallen hatte ich bis jetzt noch nie. Ja, hast du irgendwo so Lebens-Dingsens? Hier sehe ich keins, nee. Okay, dann muss ich schön von der Ferne kämpfen. Ja, mach die in der Luft. Würde ich sagen. Okay. Die kannst du schön aus der Ferne holen. Okay, ja. Okay, gut, Matti, ich geh mal wieder rüber zu mir. Das mache ich auch. Alter, ich habe einfach so treu einmal so geschnetzelt. Oh, Vereisung. Aber gut, da bin ich jetzt noch ohne Probleme rausgekommen. So. Alter, diesen Hammer, die fallen. Guck mal, die kommen gar nicht vorwärts, wenn ich die hier immer... Ja. Die fallen um und dann... Hast du hier irgendwo einen Lebenstrank? Nee, hier ist keiner. Du musst wohl auf... Scheiße. Also wenn mich ein Bogenschütze trifft, ich bin tot. Ja, deswegen bleib mal schön auf Entfernung. Totenkopf. Ja, hallo, das muss ich machen. Ich meine, nachher... Okay. So. Also, Mana-Fläschchen ist da. Oder die in der Luft wäre, glaube ich, auch nicht so schlecht, wenn du die machen würdest. Okay, gut, mach ich mal eben. Hier ist ein Lebenfläschchen. Wo? Auf meiner Seite. Ja! Können gar nicht, kommen gar nicht zum Aufstehen. Kommt gar nicht mehr zum Wort. So, die Seite ist schon mal soweit. Hier kann ich doch. Nee, da könnte ich, kann ich keine anbringen, dachte da. Aber hier können wieder welche denn hin. Und hier können welche hin. Also ich glaube doch, ein bisschen bringen die auch die Was? Seiten, die Bogen. Ja, die also schießen auch in die Luft. Sieht auf jeden Fall so aus. Also meine Wand fallen. Oh, ich bin begeistert von denen. Also mal gucken, in welche Richtung die gehen. Ah, in diese Richtung. Ach ne, jetzt kommt schon diese scheiß Bomben. Ach, die Bomben. Die Bombermänner. Okay, ich muss wirklich mehr auf Entfernung bleiben. Scheiße. Alter, geil. Also es macht gerade richtig Fang. Ja, das läuft soweit gut. Wir haben Schnürchen, nur dass du einmal gestorben bist. Ja, das kann mal passieren. Wir sind ja keine Pros. Das ist aber mega Pros. Ja, einmal Schatz. So. Gut, dann habe ich denn da schon mal wieder weiter geschafft. Oh Gott, der gepanzerte. Ja. Ja, aber der ist momentan noch kein Risiko. Nee, nur wenn er denn noch mit Rostuber so kommt. Wo jetzt so ein scheiß Bergtroll da hinten ist. Ja, der Bergtroll war bis jetzt. Na, wir gucken mal. Ah gut, also dass du den lieblich machst. Der heilt sich, der Blöde. Weiß ich, das sind Trolle. Wusstest du es noch nicht, dass die sich heilen können? Panzer Ogre. No. Nein, geh weg, Matti. Das unterschätze ich immer. Ja, du sollst. Warum gehst du auch immer so dicht dran? Das verstehe ich irgendwie nicht. Kuscheln. Ach so, Mensch.
Zuneigung kann ich auch dir geben. Nee. Nein, mein Scherz. Oh nein. Oh doch, nein, mein Scherz. So. Wow, wow, wow. Hier sind die Magier zwischen. Ach so, die bringen ja nicht viel. Die machen den anderen nur Leben wieder. Ach so, das machen die. Meine ich. Wenn es nicht machen, schreibt mal in den Kommentaren, was sie jetzt wirklich machen. Ich meine, das machen die jedenfalls. So. So. Klappt das bei dir? Das klappt bei mir. Kann ich den Herr Geldsack haben? Ja, kriegst du Herr Geldsack, kannst du haben. Das ist schön, das freut mich. Ah, die Drehfallen, die nach unten gehen, die bringen einfach viel mehr. Oh, ja. Wo ist der Geldsack? Neben den Erdfürsten. Sehe ich gerade. Oder Elementardinger. Also bei mir wäre er schon tot gewesen, Herr Geldsack, in meinen Fallen. Ja, oh Gott. Oh Gott. So. So, hier oben, da muss... So, perfekt. Jetzt hast du bei dir auch gut Fallen, bei mir jetzt noch nicht ganz so gut, aber immer so. Ja, ich bin gleich bereit. So. Die Schonzeit ist vorüber. Wow. Magier. Ja. Scheiß Magier, sagt man da nur. Konntest du bei mir vielleicht auch mal diese Armbrust-Dinger packen? Ja, das dauert aber noch, weil ich erstmal dabei. Lauf doch von diesen Scheiß-Dinger weg, die dich hier da immer treffen. Ich hab die gar nicht gesehen. Also da war. Sonst schießen die ja immer lila Kugeln, aber ich hab die nicht gesehen. Schießt lila Kugeln, standst du vor denen direkt. Ja, das kann sein. Deswegen geh da nicht so dicht dran an den Scheißviechern. Da kam so eine Lila. Ja, das sind so meine schlimmsten Konkurrenten. Ich bin immer zu offensiv und das sehe ich denn erst, wenn ich tot bin. Oder merke es denn erst richtig. Aber die Wand... Der Grobmotoriker unter uns. Grobmotoriker. Ich habe versucht, das irgendwie taktisch zu erklären und dann musst du es so abstufen. Ich habe es taktisch erklärt. Taktlos erklärt. So. Geh doch weiter nach hinten. Hallo. Die tun doch nichts. Die wollen nur spielen. Nur die Hunde unter den scheiß Orks. So, ich gehe zum meiner Seite. Ach, das. Jetzt nochmal durchjagen. Ja, ja, genau, das war mein Ziel. Das war mein Ziel. Scheiße, 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 scheiße. Ach, da schieße ich immer noch auf den. Oha, da ist er gleich tot. Da ist er gleich tot und weint nach seiner Mami. Oh. So. So, immer schön weit weg. Gehen. So, den Erdfürst, den will ich bei mir haben. Oh, scheiße. Ist hier irgendwo ein Lebensflash hier? Ich sehe keins momentan. Okay. Wow. So, ich bin hier nur am Klicken. Ich auch. Nur. Oh, fickt euch doch. Oh, 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 die in der Luft, die. Ah, fickt euch doch, ey. Oh, scheiße, fickt euch doch alle ins Knie. Wo hast du...
Okay, es ist bei mir gerade alles. Ich habe euch gefragt, wo sind die denn alle? Oh, gleich, aber hoffentlich, zum Glück, wenn die gleich wiederbelebt, sonst... Ja. Guck mal, da machen deine Wandschnetzler aber auch nicht sehr viel. Oh, die machen aber eigentlich sonst sehr viel. So. So, und... Da oben ist noch einer irgendwo gewesen. So. Auch jetzt funktioniert es und vorhin hat es nicht funktioniert. Ach, ich hatte gerade meiner mal. Okay, bis gleich. Oh, 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 oh. Ach so, Höchstgrenze an. Na gut. Dann will ich mal wieder ein paar... Genau, du musst die besser verteilen. So. Wir können. Bei mir noch nicht. Ich muss noch Verdrescher anbauen. So, jetzt kann ich. Na gut. So. Und jetzt laufe ich. Oh Gott, hast du viele Gnolljäger hier? Ja. Na gut, die waren aber jetzt durch die Gewitterwolken ziemlich schnell. Ja. Fujikato. Machi, bleib hin. Meine Fallen regeln das schon. Gnolljäger sind in meinen Fallen nicht sehr... wirkungsvoll. So. 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 Die. So, ich kümmere mich um oben, Matti. Ja. Ich mache hier weiter die Orks. Boah, scheiß Knolljäger. Aber wir kommen hier nicht weit. Ja, das kann sein. Nee, das ist so. Welle 20. Kommt her. So. Wow, wow, wow. Hast du gesehen, was ich gerade für Scheiße gebaut habe? Ja, habe ich gesehen. Und ich kann es nicht gutheißen. Matti, warum nimmst du die auch mit zu dir? Die sollten eigentlich alle zu mir gehen. Da kann ich doch auch nichts für. Doch, du bist zu dir so rübergerannt, dass die einfach zu dir kommen. So, jetzt geh ich mal wieder rüber. So. Ah, das macht schön Schaden. Das macht schön Schaden. Den krieg ich jetzt wieder. Wir wechseln uns. Ich glaube, es ist beim besten, wenn wir uns abwechseln mit dem. Das stimmt. Taktisch kommt das besser. Sonst, wenn einer zu viel Geld hat, wird vielleicht die eine Seite zu... zu mächtig und die andere dann so ein bisschen hinterher. Ja. Die eine vom dritte Weltstatus, die andere dann so von Industrienationen. Ja, toll, das war gleich. Ich hab nur einfach ein sprachliches Bild, also eine Metapher gemacht. So. Lass uns spielen, hat sie gerade mal wieder gesagt. Nee, ich hab gerade keinen Bock. Nee. Ja. Dann machen wir aus, ne? Nein, ich meinte so, lass uns spielen von wegen, du weißt, was ich meine. Ja, ich weiß, was du meinst. Das ist wichtig. Oha. So, der hat erstmal was zu tun. Nicht auf den großen gepanzerten Ork schießen, das ist einfach... Geht jetzt sowieso zu meiner Seite. So. Ich habe auch einen Moment noch zu tun. Kampf zwischen zwei Riesen. So. Ja, jetzt kommen hier die Erdfürsten. Die sind... Scheiße. Oder was meinst du? Ja. Aber das klappt. Momentan sieht's gut aus. Oha. Fick dich doch, gepanzerter Ork, ey. Matti, ich könnte vielleicht Hilfe gebrauchen. Ja, ich bin ja schon da. Geh weiter weg. Ja, der ist... Das ist mein Geld, das ist mein Geld, das... Wap, wap, wap. Jetzt
kriegst du keine Rangklinge. Für diese Dreistigkeit kriegst du jetzt keine Wandklinge. War nicht dreist, das war auf meinem Weg, wo ich lang gehen musste. Nein, mein Schatz. So, ich will hier doch. Du warst dreist. Dein dritter Vorname ist dreist. Mein dritter, mein fünfter. Fünfter schon, okay, okay, bis gleich. Ja, du musst jetzt kämpfen. Tja, entzieht sich einfach dem Kämpfen. Tja, wenn wir jetzt verlieren. Gerne, Maxi. Ah ja, und wenn das Mikro ausmachst, wirst du am Ende leiser. Auf jeden Fall wurdest du jetzt leiser. Wurde jetzt leiser? Ja. Bin ich jetzt immer noch leiser? Na, es geht noch. Versteht man mich noch oder nicht mehr? Nein, er hat ihn wiederbelebt. Nein, 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 nein. Ich werde sterben, wenn du nicht kommst. Ich werde sterben, wenn du nicht kommst. Wenn du es soll, ich lebe. Okay, gut, jetzt kann ich wieder rübergehen. Scheiße. Kann der hier einfach so Scheiß. Durchrennen? Scheiß gepanzerter Ork. Maschi, ich brauche Unterstützung. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Gut, dann kümmert sich hier. Ich bin jetzt gleich tot und dann kommt auch noch gleich noch zwei Ogre auf mich zu. So. Oha. Dem musst du Liebe geben, da hinten. Kann ich jetzt gerade keine Liebe mehr geben, weil er tot ist. Oh. Oh, hätte der mich getroffen, dann... Nein! Wow. Du lebst noch. Ja. Oh Gott, ein Erdfürst auch noch. Den können wir den nicht irgendwie nach hinten jagen. Ja, die müssen einfach nach hier hinten gehen. Kommen die mit. Aber ich darf dann einfach nicht so dicht rangehen. Achsi, lass uns hier rangehen. Komm, lass uns hier hingehen. Dann kommen die schon her. Na, das schaffen wir jetzt auch. Jetzt brauche ich unbedingt ein Trinkfläschchen. Und hier ist meine Flasche, Mensch. Wo ist denn... Ja, wir haben keine mehr. Diesmal bin ich mit Fernkampf dran. Oha, ja, ich bin auch mit Fernkampf dran. Oh Gott, der Zauberer, der macht ganz schön viel Schaden. Ja, Matti, geh lieber noch weiter aus vom Fernkampf. Du warst hier auch. Jetzt bin ich gleich tot. Nein, so schlimm ist es nicht. Wow. Also gerade ist es ein bisschen heftig. Geh mal auf deine Seite rüber. Warum haben wir jetzt eigentlich Seiten gewechselt? Wir haben... Weil das jetzt gerade so war, sonst hätten mich ein Gnollkrieger gekriegt. Okay. Hinter mir ist jemand. Hä? Über mir. Ist hier jetzt ein Fläschchen gibt. So. Wow. Gib mir Leben. Du gibst mir jetzt Leben. Schön auf den Zauberer. Okay. Ist alles tot, außer der Ork? Ogre? Ja. Gut. Und keiner hat mir ein Fläschchen zu trinken gegeben. Nee, mir auch nicht. Oh, ich sehe das gar nicht durchs Gewitter. Ja. Und Sumpf. Troll. Ja, der ist bei mir. Und ist auch schon tot. So. Schön. Alle haben wieder Liebe gemacht. Liebe machen. Wow, scheiße. Na, ich konnte es. Das hab ich gehört. Ich konnte es nicht mehr verhindern. Ich habe jetzt auch zu lange auf Minimum hier leben müssen. Das habe ich mir schon fast gedacht. Und da kommen gleich drei solche Scheißdinger, die Bomben legen. Oh Gott. Was machst du denn? Du lässt die hier bald durch. Auf deiner wow. Seite. Da ist noch ein Frost-Uger.
Okay, der ist jetzt tot. Das war ein Frost, oder wollte ich eher sagen. Brauchst du Hilfe? Nö, der ist hier. Gut, dann bin ich mal eben beim Geld einsammeln, da ich ja immer noch kein Mana-Flächen habe. Oh Mann, fick. So. Auch nicht starten, bitte. Und warum drückst du denn immer auf Starten? Ja, ich bin Reflex. Ich bin Reflex. Höchstgrenze. Ach so. Höchstgrenze. Wenn ich die Schießer hier baue, kann ich auch keine Wächter. Also ich kann auch nur eine begrenzte Zahl von den Schießern bauen. Von welchen Schießern? Von den, wie heißen sie, die man an die ich an eine Wand bauen kann. Von diesen Basilisken. Ja, ja, genau. So, also sonstiges, ja, genau. Ja, das ist so. Ja, das wusste ich nicht. Gut, wir haben es jetzt ausprobiert. Ich wusste es auch nicht. Ich habe so getan, als ob ich es wusste. Also. Das ist immer schlau. Das ist wirklich immer das Schlauste. Na. So. Du hast dein Mikrofon nicht ausgemacht. Das wollten wir gar nicht hören. Das kann man ja auch rausschneiden. Ne. Kann man nicht. Okay. Ich wollte einfach nur mal, das war jetzt nicht so was Großartiges, wo ich denn sage, jetzt muss ich doch mal wirklich ausmachen. Warte, auf der einen Seite kommt jetzt gerade. Ja, ich bin, war schon unterwegs. Okay, gut. Und nur vorwand. Ja. Mana-Flächen habe ich. Wow. Ach ja, und ich habe es überlebt. Scheiße, und ich habe wieder ein neues Leben. Das ist ja geil. Ist mir gar nicht aufgefallen. Also gut. Ich wollte dir gerade sagen, dass da einer hinter dir rennt. Ja. So, Gewitter. Wolke! Scheiße, Mati. Was? Bei gut, dir? Der Ogre war scheiße. Zwei von dieser Scheißsorte, ey. Hier, dann liegen sie immer auf dem Boden, kommen nicht vorwärts. Ich schieße die immer jeweils an. Gut. Krieg den Herr Geldsack wieder? Ja, du darfst den haben. Du kannst ja eh keine Rechte mehr platzieren. So. Gut, Martin, du kümmerst dich erstmal drum. Ich baue erstmal noch ein bisschen Fallen. So. So, schön. Einfach du könntest dich mal gleich um die Luft kümmern, weil da kommt jetzt. Okay. So, Luft. Die Luft ist gekümmert. So, schön. Ach, die Luft hier. Ja. Die holen uns hier die... Deine Freunde runter. Meine Wächter runter. Ja, deine Freunde, sag die doch. Ah, du die immer baust. Mein Freund ist Verdrescher und Wandfallen. So. Oh, hier zwei Feuer. Oh, ja. Okay, jetzt kommt hier so ein scheiß Sumpftroll wieder an. Oh, Geld ist wichtiger, als dass jemand durchkommt. Nein. Das ist eben andersrum wichtig. Du, Eis-Oger, ich, gepanzerter Oger. Die sind beide nicht so nett, ne? Ja, das stimmt. Deine Seite ist auch wieder aktiv. Ja, ich habe nur geguckt, wie lange ich noch, wie spät es ist gerade. Aha, so. Hier oben. Okay. Ach, sind hier Zauberer. Ja, pass auf, Mati. Wow. Gegen die bin ich allergisch. Wenn so ein Teil auf oh mich Gott, schießt, auf sie schießen auf mich, sie schießen auf mich, ich bin so gut wie tot. Und du auch. Ja. Und, ach, das sind, guck in den, guck mal, wie viel durchfliegen gerade. Wow. Dass die durchgekommen sind, wusste ich gar nicht.
Scheiße. Oh, oh Gott, nein. Wir werden es jetzt nicht mehr schaffen, oder? Wir müssen da, wenn wir uns bemühen. Alter, wie viel scheiß Leben haben die Dinger? Wow, das wird jetzt sehr knapp. Oder zu knapp. Sie rennen alle durch, sie rennen alle durch. Ah ja, das war jetzt aber heftig. Welle 27, Respekt. Ja, 26, doch, das ist ganz okay. Also 27 waren wir gerade bei, also das ist schon nicht keine schlechte Leistung. Okay. Lässt sich sehen. Dann hoffe ich, es hat euch soweit gefallen, wie ihr... Denn sehen wir uns in der nächsten Folge, in dem nächsten Endlos-Level. Das wird sein, wissen wir nicht, gucken wir dann. Genau. Dann bis dahin. Und ciao. Ciao.